Ich möchte mit Hilfe dieses Videos verschiedene Arbeitstechniken mit der Videosoftware Camtasia zeigen. Ich zeige im ersten Schritt, wie man ein Video aus einem vorhandenen Video erstellen bzw. aufnehmen kann. Dabei erkläre ich unter anderem, wie der Bildschirm von Camtasia aufgebaut ist, wie die eigentliche Aufnahme abläuft und auf welche Dinge man bei der Aufnahme achten muss. Im zweiten Teil zeige ich, wie man ein Video aus einzelnen Fotos bzw. Videos erstellen kann. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die einzelnen Spuren und ihre Bedeutung. Wie kann man die einzelnen Spuren am effektivsten nutzen? Es kann durchaus einmal vorkommen, dass man ein Video soweit erstellt hat und plötzlich kommen neue Medien wie Fotos oder Videos dazu. Wie kann man diese Medien in ein vorhandenes Projekt einbinden? Bei der Erstellung eines Videos kommt es immer wieder vor, dass am Anfang und am Ende plötzlich ein Leerlauf vorhanden ist. Wie kann man diese entfernen? Für die Erstellung von Lernvideos, zum Beispiel für den schulischen Gebrauch, bietet es sich an, Videos selber zu vertonen. Ich werde im Verlauf dieses Videos auch darauf eingehen. Was bleibt am Ende jeder Arbeit? Das Projekt sollte gespeichert werden. Welche Arten von Speicherung und Export gibt es bei Camtasia? Kommen wir zu dem Bildschirmaufbau. Bei der Betrachtung des Arbeitsbildschirms fange ich links oben an. Zunächst sehen wir eine Menüleiste, wie in jeder EDV-Anwendung. Bei einem Videoproduktionsprogramm unterscheidet sie sich deutlich von anderen EDV-Anwendungen. Ich gehe später noch darauf ein. Die eigentliche Videoproduktion lässt sich über den roten Aufnahmeknopf starten. Die vorhandenen Fotos und Videos, welche importiert werden können, können nach Namen oder Erstelldatum sortiert werden. Direkt unter der Medienliste befindet sich die Steuerungsleiste für das zu produzierende Video. Im unteren Fall sehen wir zwei Spuren, die Ton- und darunter die Videospur. In der Videospur sehen Sie die einzelnen Fotos oder Videos. Im mittleren Teil sieht man die Videovorschau und unten die unterbrochene Tonspur. Darunter befinden sich die einzelnen Fotos oder Videos. Wir erzeugen jetzt im nächsten Arbeitsschritt ein neues Video aus unseren eigenen Medien. Das heißt Fotos und Videos. Nach dem Bestätigen des Aufnahmeknopfs öffnet sich ein neues Fenster. Auf diesem Screenshot sehen wir die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten bei Camtasia. Ich fange wieder auf der linken Seite an. Zunächst wählen wir die Größe des eigentlichen Aufnahmebereichs aus. Wir können einen Bereich definieren und mit gedrückter Maustaste auswählen oder den kompletten Bildschirm aufnehmen. In diesem Fall habe ich den kompletten Bildschirm ausgewählt bei diesem Vortrag. Wenn man die Töne des Hintergrunds nicht aufnehmen möchte und auch den eigenen Hintergrund nicht in das zu produzierende Video einfügen möchte, muss beides ausgeschaltet werden. Bei den aufgenommenen Eingangsquellen wird das System wie Audio ausgewählt. Kommen wir zu den Kameraeinstellungen. Auf diesem Screenshot sehen Sie die Stelle, wo wir bei Camtasia die Kamera ausschalten können. Ich fange wieder auf der linken Seite an. Das Ergebnis sehen wir auf dem zweiten Screenshot unten, dass Kamera und Mikrofon ausgeschaltet sind. Hier sehen wir den ausgewählten Aufnahmebereich und darunter die entsprechende Menüleiste zur Videoproduktion. Wir werden jetzt ein eigenes Video erstellen. Dazu ist es notwendig, zunächst die entsprechenden Medien wie Foto, Video oder Audio zu importieren. Die vorhandenen Medien bzw. Video und Fotos sind alle in dem Bereich der Clip-Auswahl. Daneben sehen wir quasi das eigentliche Video und unten die Video- und Tonspur. Hier in diesem Teil sehen wir, dass die Video- und Tonspur noch zusammen sind. Klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die erste Spur. Es öffnet sich ein Kontextmenü, welches Sie hier sehen, und die beiden Spuren können mit dem Befehl Video und Tonspur trennen getrennt werden. Zu Beginn des Videos sehen wir einige Sekunden, in denen noch kein Ton vorhanden ist. Diesen Teil wollen wir entfernen. Dazu wird der Bereich markiert. Oberhalb der zweiten Spur findet man das Symbol mit der Schere. Klickt man mit der linken Maustaste darauf, wird der leere Teil aus beiden Spuren ausgeschnitten. Tipp: Sollten Sie sich bei der Aufnahme einer eigenen Tonspur versprechen, legen Sie bitte eine Pause von ca. 10 Sekunden ein und beginnen Sie mit demselben Satz von vorne. Später kann der falsche Text
gelöscht werden. Beschäftigen wir uns nun mit den unterschiedlichen Speicherarten. Zunächst wählen wir den Menüpunkt Speichern unter. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Speicherort zu wählen. Es bietet sich an, sämtliche verwendeten Medien in einem und demselben Ordner zu speichern. Camtasia verwendet grundsätzlich die Endung TSCPROJ. Bitte vergeben Sie immer einen eindeutigen Namen und verwenden Sie nach Möglichkeit keine Umlaute. Anstelle von Leerzeichen verwende ich Bindestriche und setze immer das aktuelle Datum dahinter. Zum Beispiel würde dieses Video dann heißen Videoproduktion Bindestrich mit Bindestrich Camtasia minus 07 minus 06 minus 2022.tsc P-R-O-J. Hier ist nochmal das Eingabefeld, wo man den Dateinamen eingeben kann. Und wir speichern es als sogenannte lokale Datei. Des Weiteren stellt die Firma TechSmith auf screencast.com einen Speicherplatz zur Verfügung. Weitere Exportmöglichkeiten finden sich zum Beispiel bei YouTube. Hier möchte ich noch den Tipp geben, es besteht bei YouTube die Möglichkeit, Videos so abzuspeichern, dass nur Personen, die über einen entsprechenden Link verfügen, es sehen und nutzen können. Dieses Vorgehen bietet sich zum Beispiel bei Lernplattformen an, welche Videos enthalten, die Schülerinnen und Schüler nutzen sollen. Beim Export bieten sich verschieden viele Bildschirmpunkte an. Die höchste Auflösung erreicht man mit 1080 Pixeln, welches einer HD-Qualität entspricht. Vergeben Sie wieder einen eindeutigen Namen und speichern Sie Ihr Video ab. Jetzt startet der sogenannte Prozess des Renderns, das heißt der eigentlichen Videoproduktion. Je nach Videolänge dauert dieser Vorgang länger an. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Wir wollen ein neues Video mit Camtasia produzieren. Dazu müssen wir zunächst wieder die Medien, das heißt die Fotos, Videos, eventuelle Töne importieren und in Ordner wählen. Bei der Wahl von Tönen achten Sie bitte darauf, dass Sie urheberrechtlich saubere Medien verwenden, das heißt Töne, die unter CC-Lizenzen veröffentlicht wurden. Es öffnet sich ein neues Fenster und der entsprechende Ordner kann ausgewählt werden. Im unteren Teil sieht man, dass es nur eine Spur gibt. Um die Audio- und Videospur trennen zu können, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die erste Spur. Wählen Sie den Menüpunkt Video und Audio trennen und Sie erhalten beide Spuren getrennt voneinander. Die weitere Bearbeitung erfolgt nach den vorangegangenen Erklärungen. Ich bin jetzt mit meinem Vortrag am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Videoverarbeitungssoftware Camtasia näher bringen und Sie sind in der Lage, eigene Videos zu erstellen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ein kleiner Tipp noch am Schluss. Schauen Sie ruhig einmal auf meinem Blog crosti.de vorbei. Sie finden dort immer wieder neue Anregungen zu diversen Softwareanwendungen und zu Themen aus dem Bereich Chemie- und Werkstoffkunde.